Bin todesmüde, aber das liegt auch daran, dass ich hier die ganze Zeit im Dunkeln liege. Hallo Leute, es ist Woche 3 der Quarantäne und ich bin sehr müde. Ich habe den ganzen Tag nur im Bett gelegen und Videos geguckt und ich war einkaufen. Mein Kühlschrank ist wieder relativ voll, da bin ich sehr, sehr froh drum. Und hier ist auch wieder einiges und ich kann mich wieder ein bisschen gesünder ernähren. Boah, Junge, Alter, ich bin richtig groggy gerade. Und ich habe heute noch nichts Richtiges gegessen, deswegen werde ich mir jetzt was zu essen machen. Guten Morgen! Es ist 20 vor 2. Die dritte Quarantänewoche, dritte, drei, hat jetzt auch meinen Schlafrhythmus auf dem Gewissen. Wuhu! Ich habe bis 6 Uhr wach und ich bin noch nicht so lange wach jetzt. Und ich gehe jetzt aber joggen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Hello. Hello, hello, hello. Ich habe Zahnpflasterflecken auf meinem Pulli. Ich weiß auch nicht, wie die da an die Schulter gekommen sind, aber die sind da. Ich war heute Morgen ja joggen und ich habe heute Morgen, oh mein Gott, ich habe einfach so viel mehr geschafft als sonst. Ich habe über 4 Kilometer geschafft. 4,12 Kilometer in 27 Minuten. Ich habe 27 Minuten geschafft. Alter, ich bin so stolz auf mich, ne? Warte mal. Kein Bock, das Nachbarn mir beim Reden zu hören. Aber ich hatte heute Morgen auch so einen richtigen Lauf. Also ich war, ja, beim laufenden Lauf haben, Mensch, Clara. Nee, ich war wirklich so voll im Modus drin. Hab das voll gefühlt. Ich hab die Musik richtig gefühlt. Es war so nice. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert, Alter. Das Krasse ist, ich habe so lange nicht so gesund gelebt wie jetzt gerade. Ich gehe regelmäßig joggen. Ich ernähre mich arschgesund. Keine Ahnung, ich gebe mir echt Mühe, gesund zu sein zurzeit. Aber es ist auch wichtig in Zeiten wie diesen. Ach so, ich mache Wechselduschen auch noch richtig crazy. Naja, ich bin gerade dabei, meine Küche aufzuräumen. Ich habe vorhin auch richtig übermotiviert mir so einen Shake machen wollen. Aber es schmeckt und riecht so muffig. Ich weiß nicht, ob es an dem Shaker liegt. Oder ob das einfach das Pulver ist, das so schmeckt. Aber es war das Ding. Deswegen nasty, kann ich nicht trinken. Egal. Ansonsten, also mir geht es heute richtig gut. Ich hatte gestern Abend, hatte ich nicht so einen guten Tag. Also gestern einfach generell war ich so ein bisschen überfordert wieder mit allem. Und ja, und ich habe so Nacken- und Rückenschmerzen. Ich glaube, das kommt davon, dass ich die ganze Zeit im Bett liege. Ich mache jetzt die Küche fertig und mache mir was zu essen. Und dann werde ich für heute live gehen. Und ich freue mich total, weil ich werde heute endlich mal wieder jemanden live und in Farbe sehen, im echten Leben. Mit der ich reden kann. Und zwar kommt meine Nachbarin heute wieder. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Meine Güte, langsam wird es halt echt langweilig. Ich mache immer dasselbe. Die spannenden Aktivitäten der Quarantäne sind Joggen gehen, die Wohnung aufräumen, streamen. Es ist immer wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Aber ich habe heute etwas geschafft, was ich noch nie, ich glaube, seit der Schulzeit geschafft habe. Und zwar war ich 5 Kilometer joggen heute und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe dafür, glaube ich, 32 Minuten gebraucht. Und das ist für mich ein sehr großer Erfolg, weil 30 Minuten ist actually schon ganz gut für 5 Kilometer. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ich bin einfach stolz auf mich, dass ich es geschafft habe und dass ich mich jetzt so gesteigert habe. Ich war gestern 4 Kilometer joggen, heute 5. Ich werde übermorgen nochmal joggen gehen und gucken, wie viel ich dann schaffe. Also ich hänge gerade meine Wäsche ab. Dann werde ich mal das hier alles aufräumen, weil das alles ist absolut nervig und hässlich. Und ich will heute meine Wohnung einfach mal ein bisschen schöner machen irgendwie. Ich bin gerade nicht so zufrieden mit allem. Irgendwie vergeht die Quarantänezeit immer schneller. Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe heute einige Sachen erledigt. Zum Beispiel. Ich habe überlegt, das zu filmen, aber ich glaube, das wäre viel zu disgusting gewesen. Aber, also ich habe halt meine Küche geputzt. Ja, hier stehen gerade noch ein paar Sachen, die noch gespült werden müssen. Aber ich habe halt hier alles geputzt. Ich habe hier ultra viel Dreck weggemacht unter diesem Teil. Ich habe hier die Herdplatten geputzt und sowas. Ich habe diese Sachen hier gefüllt. Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Man sieht nicht viel Unterschied. Ich habe hier drin ein bisschen aufgeräumt. Ja, wie gesagt, man sieht jetzt nicht so viel Unterschied. Aber für mich macht es einen Unterschied. Und vor allem habe ich diesen Tisch gecleared. Der Tisch war komplett voll mit Süßigkeiten und Süßigkeitenresten. Und jetzt habe ich hier nice Deko drin. Und ich habe all meine Süßigkeitenreste einfach in diese Dose sortiert. Wie so ein richtiger Psycho, Alter. Nennt mir eine Person, die sowas macht, anstatt einfach alles aufzuessen. Ja, ich bin das. Keine Ahnung. Ich esse in letzter Zeit so wenig Süßigkeiten. Leute, ab nächster Woche beginnt für mich doch schon wieder ein Teil meiner Uni. Eigentlich hieß es ja, dass der Semesterbeginn auf den 20.04. geschoben wird. Aber ich habe heute eine Mail bekommen, dass ab dem 7.04. eine Vorlesung über Videochat halt geht oder wie auch immer. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also ich schätze mal, dass es so sein wird, dass da einfach eine Vorlesung quasi online ist, also per Video und wir dann halt die einfach so uns anhören und dann, dass ich halt dann hier zu Hause einfach meine Notizen mache und sowas. Ich habe generell nicht viel belegt dieses Semester. Es zieht sich alles ein bisschen, aber ich denke einfach, dass meine Gesundheit und meine Psyche und meine, ich sag mal so, meine stabile Gesundheit einfach gerade für mich sehr viel wichtiger sind als Uni und auch als alles andere.
Wir haben schon Mittwoch. Wir haben ja schon wieder Mittwoch. Die Zeit vergeht so schnell. Morgen schon wieder Donnerstag. Morgen ist schon wieder Gym 6 Top. Junge, das ist die dritte Woche Quarantäne und sie vergeht so schnell bis jetzt. Oh mein Gott, naja. Heute geht's weiter mit meinem Wohnung aufräumen, frisch machen und so weiter und so fort. Ich werde heute mich um das Badezimmer kümmern, versuchen den Schimmel da wegzukriegen und so weiter und so fort. Ich muss mich aber ein bisschen beeilen, weil ich um 16 Uhr schon live gehen möchte, weil heute Abend möchte ich den Sextalk mal gucken. Also ich habe heute viel zu tun. Ich war gerade auf der Suche nach Toilettenpapier, aber habe es in keinem Laden gefunden. Ich war nur in zweien, aber ich will auch nicht in zu viele Läden rein und raus, vor allem wenn man dann anstehen muss und sowas. Ja. Kleines Update, ich habe mein Badezimmer geputzt. Ich habe meinen Duschvorhang abgemacht und der weiche jetzt ein, weil da Schimmel dran war. Und da weiche ich den Wasser ein und da ist ein bisschen Waschmittel mit drin. Ich hoffe, das bringt was. Das ist mein Putzoutfit. Putzoutfit of the day. Mit dem guten Vic-Merch und der Adidas-Leggings und den Nike-Letten. Achso, ich habe gerade ein Paket bekommen, es hat gerade geklingelt und ich war so, warum klingelt es denn? Ich habe doch gar nichts bestellt. Und das hier kam an. Man sieht es jetzt im Hellen nicht so sehr. Aber doch, man sieht es schon. Sieht so schön aus. Das ist so ein Wellenprojektor. Den habe ich geschenkt bekommen. Der wurde von meiner Wunschliste abbestellt. Gummo! Ich war heute so fleißig. Ich bin richtig, richtig stolz auf mich. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen erzählt, was ich gemacht habe. Ich habe heute sogar noch einen Instagram-Post gemacht. Ich habe Wäsche gewaschen. Die werde ich jetzt gleich aufhängen. Ey, meine Wohnung sieht mittlerweile so viel besser aus. Also ich bin einfach so happy gerade. Und das Beste ist einfach, dass ich hier reinkomme und es nicht mehr stinkt. Aber ich bin so, so, so happy, dass ich gerade einfach diese Motivation und diese Zeit finde, alles schön zu machen. Und was mir gerade auch aufgefallen ist, wie viel Spaß es mir zurzeit macht, gesund zu sein. Ich habe das hier noch nicht gesagt, aber ich werde jetzt versuchen, nikotinfrei zu werden. Ich bin bei Tag 2 gerade und ich versuche, das komplett zu reduzieren, beziehungsweise erstmal komplett zu lassen. Ich habe ja eh nicht mehr geraucht, sondern ich habe nur noch dieses Vape-Gerät hier benutzt. Ich war komplett abhängig davon, vor allem jetzt, wo ich in Quarantäne war und den ganzen Tag zu Hause war. Ich habe den ganzen Tag da dran gehangen und es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und das Ding ist halt bei diesen Vape-Geräten, es wird zwar gesagt, es ist gesünder als Oh mein Gott, ich muss gleich die HM gucken. Leute, ich muss mich ein bisschen beeilen. Es wird zwar gesagt, es ist gesünder als Zigaretten, aber es gibt halt keine Langzeitstudien. Das ist das Ding. Und man weiß es nicht. Und Nikotin an sich ist halt auch jetzt nicht so das Beste. Ich sag mal so, es ist auch günstiger, jetzt keine Nikotinabhängigkeit zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen lasse ich das Ganze jetzt einfach mal. Ich liebe es, dass mein Glas immer mein Kameraständer ist. Okay, Leute, wir haben schon relativ spät. Wir haben 3 Uhr nachts. Und ich bin immer noch wach. Ich wollte eigentlich schon schlafen, aber ich konnte nicht schlafen. Ich hatte nicht so tollen Abend. Mir ging es nicht so gut, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt halt immer wieder Momente, wo ein die ganze Wucht von dieser Krise zurzeit komplett hittet. Und es ist okay. Es ist okay, dann auch die Emotionen einfach mal zuzulassen. Und das habe ich getan. Und dann habe ich ganz viel geweint. Und jetzt geht es mir besser. Aber es hat nämlich auch gut getan, das einfach mal alles rauszulassen. Weil es ist kacke, was gerade passiert. Und jeden belastet es der. Mich belastet es auch. Ich fühle mich auch einsam derzeit, aber es kommen wieder bessere Zeiten. Morgen schon wieder Freitag. Das ist so crazy, wie die Zeit vergeht. Ich habe generell noch gerade ein bisschen in meinem Bullet Journal rumgeschrieben. Ich bin ein richtiger Organisationsfreak. Ich bin jetzt müde. Ich versuche jetzt zu schlafen endlich. Ich freue mich schon voll auf morgen. Ich habe das Gefühl zurzeit morgens, mir geht's gut und so. Und solange ich irgendwas zu tun habe, geht's mir gut. Und dann abends, wenn ich nicht schlafen kann, keine Ahnung, einfach nichts mehr ansteht, dann geht's mir immer ein bisschen schlechter. Aber ich gehe jetzt Hayabubu machen. Ich habe actually noch so viel vor im Leben. Ich habe noch so viel vor. Und das klingt jetzt so weird, aber ich habe noch viel, viel vor. Ich habe ja heute Fotos gemacht. Ey, kann man sich das mal kurz geben? So, me right now. Und dann ich auf meinem Instagram. Bitte. Das ist so whole other person einfach. Yeah, that's me. Lemar. Guckt euch das hier an. Damn, damn. Und dann das. Ja. Moinsen. Immer schön die 2 Liter Wasser am Tag vollkriegen. Habe heute Morgen meine Morgenroutine nochmal neu gefilmt. Und ansonsten habe ich heute noch nicht wirklich irgendwas gemacht, weil ich mich nicht wirklich gut fühle heute. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Habe jetzt auch irgendwie nicht so die Motivation gerade zu streamen oder sowas. Deswegen gucke ich einfach später mal spontan, ob die Lust kommt oder nicht.
Und wenn nicht, dann lasse ich es halt, weil ich möchte mich jetzt auch nicht zu irgendwas zwingen. Vor allem, wenn ich mich halt nicht so gut fühle. Meine Haare müssen noch trocknen, deswegen mache ich die mal lieber auf. Ich liege gerade die ganze Zeit im Bett und ich spiele Animal Crossing und versuche einfach ein bisschen mal zu entspannen, weil irgendwie, weiß ich nicht, ist gerade alles sehr viel. Ich mache mir jetzt gleich was zu essen, weil ich heute noch nicht wirklich, ich habe heute nur gefrühstückt. Wir haben jetzt schon fast 6 Uhr, ich habe nur gefrühstückt. Ich bin heute einfach so antriebslos wieder. Aber naja, es gibt solche Tage und das ist nicht schlimm. Heute ist definitiv so ein Tag. Aber es macht auch einfach mal Spaß, mal wieder nur im Bett zu gammeln und zu zocken. Also das tut mir gerade übel gut. Ich mache mir gerade Essen und zwar ist das so ein super einfaches Gericht. Also wirklich super simpel. Es ist so geil. Und zwar, man brät einfach diese Veggie-Hähnchenstreifen an. Also ich habe jetzt nur die gefunden. Die brät man an. Dann brät man dazu noch Zwiebeln an. Beziehungsweise ein Zwiebel. Ich habe eine halbe rote Zwiebel heute genommen. Erbsen mit rein. Und dann kommt da gleich der Reis auch noch mit rein in die Pfanne. Und dann gibt man am Ende noch, keine Werbung hier, Creme Fraiche. Und das zusammen, oh mein Gott, es ist so simpel. Es geht so schnell. Man muss dafür nichts können. Und es ist so lecker. Moin Leute. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Also es muss mir eigentlich nicht leid tun, aber ich wünschte, ich hätte mehr gevloggt diese Woche. Wir haben jetzt schon Samstag. Wir haben einfach schon Samstag und ich habe es einfach nicht wirklich hinbekommen zu vloggen diese Woche. Ich habe noch nichts geschnitten, deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich überhaupt was habe oder nicht. Weil ich diese Woche so mit anderen Dingen beschäftigt war. Ich habe ja gestern nicht gestreamt und so. Ich habe gestern gar nichts gemacht. Ich habe gestern meine Morgenroutine gefilmt. Das war's. Heute war ich schon ein bisschen produktiver. Ich habe ein bisschen im Haushalt was gemacht gerade. Ich habe einen Instagram-Post gemacht. Ich habe noch mehr Bilder gemacht für morgen oder übermorgen. Ich habe gerade für meine Morgenroutine das Intro und das Outro gefilmt und das Thumbnail-Posing gemacht und sowas. Ich muss auf jeden Fall noch gleich meine Wäsche aufhängen, weil ich eine angemacht habe. Dann streame ich auch noch später. So gegen 16 Uhr schätze ich mal. Ah, und oh, Leute, mein Make-up heute. Ich bin so stolz auf mich. Beziehungsweise, es ist ja nicht mal wirklich großartig was Besonderes, aber ich habe mir halt heute mal Fake Freckles gemacht und ich finde es heute so süß, mein Make-up. Auch die Augenbrauen und der Eyeliner. Ich finde mich heute selbst so cute. Oh mein Gott. Ich habe heute richtig gute Laune. Ich habe heute auch mal so ein kleines Resümee gezogen, was ich jetzt eigentlich alles Positives dank Corona habe. Und zwar kann ich ja jetzt hier sagen, ich bin schon 4 Tage nikotinfrei jetzt. Beziehungsweise heute ist der 4. Tag. Ich habe den 5-Kilometer-Lauf geschafft. Ich habe so viele Sachen im Haushalt erledigt. Meine Blumen werden regelmäßig gegossen, weil ich darauf achte. Keine Ahnung, ich bin so gesund wie schon lange nicht mehr. Corona, die Quarantäne hat wirklich ein paar sehr positive Gewohnheiten von mir wieder auferlegt. Weil ich hatte das ja alles schon früher mal. Ich war mal wirklich so eine richtig healthy bitch, Alter. Aber ich habe das alles wieder ein bisschen verloren. Und jetzt, I'm thriving. Übrigens, vielleicht gibt es ja eine Person, die es interessiert, wie ich das mit den Freckles gemacht habe, weil ich habe nicht so Henna-Freckles oder so obviously gemacht. Reiskorn im Hals. Und zwar habe ich einfach diesen Pinsel hier genommen. Wie machen das die wahren Make-up-Gurus? Das ist so ein ganz, ganz spitzer Pinsel. Den habe ich benutzt und einfach so aufgetupft. Und dann habe ich halt wirklich einfach nur so getupft mit diesem Lidschatten hier. Das ist Diet Root Beer aus der Conspiracy Palette. Anfangs dachte ich, es ist ein bisschen too much, aber jetzt ist eigentlich, also ich finde es echt cute. Ich glaube, ich könnte es noch ein bisschen weiter rausziehen, oder? Ich weiß nicht, wie natürliche Sommersprossen aussehen. Ich habe keine. Hallo meine lieben Minecraft-Freunde. Spaß. Ich war gerade einkaufen und ich bin extrem sauer in meinem Rewe. Die Situation einfach absolut beschissen ist, Alter. Die Leute machen keinen keinen Platz. Da standen Leute zu dritt im Flur, haben geredet, keinen Platz gemacht. Mindestabstand, nie von gehört. Die Leute drängen sich an einem vorbei. An der Kasse ging's, aber ansonsten. Und es war extrem voll. Also da war niemand, der mal irgendwie drauf geachtet hätte, dass nicht zu viele Leute im Laden sind. Und dass die ganzen Einkaufskorbe desinfiziert werden, bezweifle ich auch sehr stark. I feel not so great right now. Das Problem ist bei mir, wenn ich halt so in so einer Situation war, mache ich mir halt immer direkt so einen Kopf und denke mir so, ist alles infiziert, jetzt bin ich infiziert, jetzt bin ich verseucht, jetzt ist alles scheiße. Obwohl wahrscheinlich einfach gar nichts war. Aber Leute, ich habe mir Pizza gekauft. Meine Lieblingspizza. Nicht in mein Gesicht halten, Clara, du weißt nicht, wer das noch alles angefasst hat. Weil ich die ganze Zeit immer nur das gleiche gegessen habe, wollte ich jetzt unbedingt mal eine Tiefkühlpizza. Die mache ich mir jetzt fertig. Leute, wisst ihr, warum ich einfach die absolute Traumfrau bin? Ich bin hier. Süß. Ich bin hier. Heiß. Ich bin hier. Lustig. Und ich bin hier. Klug.
Denkt mal drüber nach, Leute. Denkt mal drüber nach. Junge, Quarantänemodus ist gerade mal wieder komplett am Kicken. Just me and my plant. Who's more dead in such past? Leute, übrigens, ich werde euch jetzt den Tipp geben für euer Leben. Und zwar Pizza mit einer Schere schneiden. Bei Gott, es ist so einfach. Wirklich, wer das nicht macht, ist einfach nur hängen geblieben. Weil es geht so schnell und es hinterlässt so wenig Müll. Es krümelt kaum. Die Schere kann man danach super schnell und einfach sauber machen. Feuerwerk, Mäusen. Guck mal. Guckt, wie sauber die Schere noch ist. Bei Gott, macht das. Bei Gott, hört einmal auf mich. Hört einmal auf mich. Schneidet eure Pizza mit Gabel. Mit Gabel. Schere. Okay, ich geniere mir jetzt diese Pizza. Ist übrigens Pizzapasta von Restaurante. Keine Werbung, aber ich liebe sie. So Leute, ich gehe heute zum ersten Mal im T-Shirt joggen dieses Jahr, weil das Wetter heute unnormal geil ist. Junge, my inner hoe is really, really, really coming out. Today. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar wollte ich euch kurz zeigen, dass ich es heute geschafft habe, nicht nur 5 Kilometer zu laufen, sondern gleich 6 Kilometer. Und ich weiß, ich habe in diesem Video 10.000 Mal gesagt, wie gesund ich gerade bin und wie sportlich ich gerade bin und wie stolz ich auf mich bin. Aber ich bin es auch einfach. Bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich über meine Entwicklung gerade. Ich habe gerade absolut im Tunnelmodus das Video bearbeitet. Genau dieses hier, was du gerade anguckst. Damn. Videoception. Ne, und ich wollte nur noch mal kurz, ja, mich verabschieden von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe diesmal ein bisschen anders geschnitten tatsächlich, ein bisschen anders bearbeitet. Lasst auf jeden Fall gerne Feedback da, was euch besser gefällt oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer gerne her damit. Kuss aufs Auge, Leute.